Das Männchen versucht es von einer anderen Seite. Es führt einen feuchtfröhlichen Balztanz auf. Spreizt sein Gefieder. Oh, ein schöner Sporn. Den lasse ich mir noch gern gefallen. Stopfe ich mir gleich den ganzen Loot in den Hals. Ey, geil, ich habe so eine Shell. Die kann ich gut gebrauchen für die Quest. Schleicht was durchs Unterholz, aber wahrscheinlich bloß ein Skeff. Ja, denke schon, höchstwahrscheinlich ein Skeff. Aber naja, wo soll so schnell jemand herkommen? Ich bin ein Skeff reingespawnt später. Aber es ist ein Skeff. Es ist ein Skeff. Grüß dich, Kumpel. Hier bin ich. Hier. Jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt. Da. Ich glaube, er ist glücklich, einen anderen Skeff zu sehen. Er hat regelrechte Luftsprünge gemacht. Oh, ein Helm. Schon mal nicht so schlecht. Kann ich auch gebrauchen für eine Quest. Oh, da war was auf dem Schiff. Oh. Oh, es pfeift im Gebälk. Genau, gut, dass ich den Helm gefunden habe. Ich glaube, das war Schicksal, Vorsehung, Bestimmung. Echt das Leben gerettet, denke ich mal. Also bin ich ziemlich sicher. Oh, ah. Guter Skeff. Es juckt ihn nicht, dass ich hier den Typen umgelegt habe. Normalerweise werden die ja gleich rebellisch, wenn du anderen Skeffs erschießt, selbst wenn es ein Spieler ist. Habe ich, glaube ich, schon mal erlebt. Aber der gute Mann hat wahrscheinlich gesehen, dass ich nicht angefangen habe. Vielleicht zählt das ja. Obwohl, ich glaube, ich kann mich erinnern, ich hatte es auch schon anders. Ich hatte es schon mal so eine Situation, da haben die Skeffs trotzdem auf mich geschossen. Aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, ey, wenn ich den Sauna abknalle, bin ich wieder allein auf meiner Scheißinsel. Und außerdem war er nicht der, der angefangen hat zu stänkern. Also lasse ich ihn ruhig mal am Leben. Und schon wird fröhlich gewickelt da hinten. Grüß dich, meiner. Hallo, wir sind wieder allein. Ja. Bisher ging es gut, würde ich sagen. Noch relativ ruhig alles. Oh, da unten läuft ein Skeff. Ein Arbeitskollege sozusagen. Wieder ein freundliches Gesicht. Oh, da ist er schon. Das ist kein Skeff, oder? Das. Das war ein Skeff-Spieler. Trotzdem aufpassen. Die Skeffs sind jetzt bestimmt. Jetzt sind sie auch bestimmt wirklich stinkig, weil ich angefangen habe zu schießen. So, den Respirator mit für die Quest. Oh, ein Flashdrive. Der muss auch mit. Weg den schnöden Mammon. Skeff, rebellisch. Und schon geht's ab. Wartet, jetzt. Oh, war das auf mich? Nee. Oh, unten am Strand.
wilde Feuergefechte. Was? Tot. Das war, glaube ich, bloß ein Skeff. Au! Irgendwas schießt ja noch auf mich. Ich stell mich am besten tot. Halbvolles Magazin noch. Jetzt ist plötzlich wieder Funkstille, man hört wieder nichts mehr, man sieht nichts mehr. Aber ich traue dem Frieden nicht. Lasst uns noch ein bisschen hier im Gebüsch hocken. Zipfelmütze. Schade, weggerannt. Erste zaghafte Schritte. Kontaktaufnahme mit dem Weibchen. Das Männchen ist schüchtern. Es spreizt seine bunte Zipfelmütze, um dem Weibchen zu gefallen. Das Weibchen blieb unbeeindruckt von dem elendigen Balzversuch. Mann, was labere ich denn schon wieder? Es geht um einen Flashdrive, Mann. Es geht um einen Loot überhaupt. Reiß dich zusammen, Senseless, reiß dich zusammen. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Oh. Das Männchen versucht es von einer anderen Seite. Es führt einen feuchtfröhlichen Balztanz auf, spreizt sein Gefieder. Jetzt nähert es sich dem Weibchen behutsam. Und es pfeift schon wieder im Gebälk. Ui, eine Mosin. Ist ja gar nicht mal so gut. Naja, könnte schlechter sein. Könnte aber auch besser sein. Wir machen halt das Beste draus.
von uns. Geff. Bleib stehen, Kollege. Ja. Das habe ich vermasselt. Masseltoff. Das ist ein Skeff-Spieler, würde ich sagen, oder? Wenn er keine Lust hat, um sein Überleben zu kämpfen, dann stirbt er halt so. Ich danke schon mal für die Weste, kann ich gut gebrauchen. Mütze darfst du behalten. Der war motiviert, aber vielleicht hat er ja schon 10 Stunden auf sein Spawn gewartet. Glaube ich nicht, oder? Man weiß es nicht. Jedenfalls war es nur ein kurzer Ausflug auf Shoreline für ihn. Alles, was er gesehen hat, war ein toter, nackter Holzzaun. Oh, da liegt ja eine arme Seele in Not. Ja, der ist tot. Da sagt kein Mucks mehr. Kann mich aber irgendwie gar nicht erinnern, einen Schuss gehört zu haben. Vielleicht auch. Nee, der hat den Helm, der Helm ist runter. Ich dachte, dass er auch am Disconnected ist und gerade auf seinen Respawn wartet. Aber der gute Mann kam in eine Schießerei. Ja, großer Rucksack. Finde ich gut, Jungs. Sehr sozial von euch. Redlich nährt sich das Eichhorn. Ja, die nehme ich auch noch mit rein mit dem Quatsch. Oh, da wird geschossen. Wo man schießt, da lass dich nieder. Lockrufer, Musik in meinen Ohren. Sanft trinkt er in das Gebüsch ein. Gut, so sanft auch nicht. Es raschelt immer. Eindeutig der Arsch zu dick. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich schon vorn am Skeff-Hügel bin und mein Arsch hinten noch im Dorf. So wie das manchmal noch raschelt, obwohl du schon längst aus dem Gebüsch raus bist. Entenarsch. Schlepparsch. Ich sehe nichts. Schade, wahrscheinlich doch zu spät gekommen. Es ist schon über alle Berge. Mann, diese Blätter vom Gesicht. Habe ich ihn? So, nachladen. Hat sich's gemütlich gemacht wie in Mamas Schoß. Sanft eingeschlafen.
So. Ja. Die MP153 kann ich gut gebrauchen. Ah, kein Platz für die Kopfhörer. Schade, schade, schade. Wie ich es auch drehe und wende, aber die Triton nehme ich mir noch mit. Oh, Morphin. Der Mann wusste zu leben. Schlüssel. Gut, na dann.